Herzlich willkommen zu einem neuen Video. So, wie es in den Kommentaren bereits gewünscht worden ist, soll ich ja mal das Essen ausprobieren alles. Ich habe jetzt nichts eingekauft, weil Gründe, ne? Dafür habe ich in einer Arcade-Halle was gewonnen. Und das gucken wir uns mal ganz schnell an. Unter anderem gibt es da Meiji The Chocolate. Wien to Bar. Das sind so einzelne Dinger drin. Und die sehen folgendermaßen aus, wenn ich es aufkriege. So, das ist übelst krass. Gibt man das überhaupt in der Kamera? Ja. Du hast halt verschiedene Formen davon. Und das ist so Schokolade, die echt gut schmeckt. Als nächstes gab es so kleine Schachteln. Das sind so Art Kaubonbons. Erdbeere schmeckt scheiße, mag ich nicht. Also anhand von der Orange, denke ich mal, ist das. Zeige ich euch mal, wie das schmeckt. Also so kleine Kügelchen sind das. Dann sind halt Kaugummis. Also ist in Ordnung. Ich drehe das Video übrigens gerade direkt nach dem Frühstück an unseren letzten Tagen. Keine gute Entscheidung. Und das letzte ist die Meiji Black Chocolate oder Milk Chocolate. Da vermute ich auch einfach mal, dass die gut sind. Von daher gibt es da nichts weiter zu essen. Euch interessiert bestimmt viel mehr, was wir sonst so gegessen haben. Und deswegen gibt es jetzt einen kleinen Zusammenschnitt von dem Essen, was wir gegessen haben, mit ein bisschen Kommentaren dazu. Also viel Spaß. Als erstes geht's los mit Katsungdong. Das ist Reis mit so einem überbackten Schnitzel und dazu noch so eine Suppe. Als nächstes gab es dann noch Sushi. Verschiedene Sushi-Sorten haben wir dort ausprobiert. Sehr leckere, aber auch sehr merkwürdige teilweise dabei. Dann haben wir hier dieses ganz bekannte Ramen. Das ist also wie so eine Nudelsuppe mit Zeug drin. Hier haben wir mal eine Curry-Schnitzelpfanne mit Reis dazu. Das Frühstück im Hotel, Buffet mit allem, was man will. Sehr leckeres Rührei im Übrigen. Und die, oben links, das sieht diese Currysoße. Das war so, ja, das war irgendwie ein bisschen Curry, aber das war einfach wirklich so lecker. Was ihr hier seht, ist Reis. Und da war die Besonderheit, da habe ich noch ein rohes Ei dazu bekommen. Das hast du dann untergerührt, richtig verrührt damit. Und dann war das halt so richtig pappiger Reis, den man mit Stäbchen gut essen konnte. So, und jetzt die besten Nudeln aller Zeiten. Seht ihr diese saftigen, dicken Nudeln? Und dazu noch so eine frittierte Garnele. Wirklich, das war richtig leckeres Essen. Und zu guter Letzt noch, geht noch um Monchashaki. Das ist, da habe ich schon gefilmt, wie es zubereitet wird. Das wird nämlich auf deinem, also du hast jetzt eine Kochplatte sozusagen und vor dir wird das direkt frisch zubereitet. Das ist eine Mischung, also das ist ein komisches. Ich zeige euch mal das Video und im Off spreche ich mal drüber. Ich erwähne den Namen jetzt nicht nochmal, aber so geht das auf jeden Fall. Man haut da, oder die Leute dort schmeißen sozusagen erstmal diesen Salat auf deinen. Auf diese Platte, also wir sitzen da direkt am Tisch. Also das ist sozusagen der Tisch. Gegenüber von mir seht ihr den Teller, das Daniel sitzt dort. Ja, und dann wird sozusagen dieser Salatmix jetzt hier erstmal so angebraten. Ja, schön wenden, drehen, das übliche halt. So, und jetzt geht das Besondere los. Jetzt wird in der Mitte ein kleines Loch gemacht und in dieses Loch kommt dann die Soße, wo der Salat drin eingelegt war. Wird hier nochmal kurz verrührt. Ja, es wird leicht erstmal eingerührt hier und dann kommt sozusagen, oder wird nacheinander, kommt das Zeug halt rein, die Soße, bis dann alles drin ist. Ja, jetzt alles drin und dann wird das Ganze halt nochmal vermischt einfach. Und hier, jetzt kommen die extra Zutaten rein. Wir hatten einmal mit Schweinefleisch bestellt und einmal mit Ei, weil wir überhaupt nicht wussten, was los ist. Wir dachten, wir müssen das alles einzeln bestellen. Deswegen mit Ei hier. Bei unserem ersten wurde sozusagen Fleisch dann das noch mit reingemischt und jetzt zusammen verrührt.
Ja, und im Endeffekt, jetzt wird es verrührt, dann wird es platt gemacht, das ist eigentlich, man könnte fast schon sagen, wie so ein Omelett. Und jetzt wird es noch gewürzt und dann war es das. Und jetzt wartet man im Endeffekt, bis es ein bisschen besser ist oder bis es durch ist. Und dann isst man das folgendermaßen. Man nimmt dieses kleine Spatel, was man bekommt, und kratzt das. Ja, ein bisschen Fehlversuchen. Kratzt das sozusagen so vom Rand weg. Und so wie der Spatel ist, kannst du das dann in den Mund nehmen und essen. Also nochmal einfach funktionsweise erklärt, Rand am Rand wegkratzen und dann direkt essen. Muss ich sagen, ist echt lecker und war mal was Neues. Ja, und ansonsten war es das hier mit Essen in Tokio und wir sehen uns beim nächsten Video.